In München kam am Samstagabend die Creme de la Creme der deutschen Entertainment-Branche zusammen. Im Hotel Bayerischer Hof wurde der 45. Deutsche Filmball gefeiert. Dabei sorgte auch Model Barbara Mayer mit ihrem Outfit für reichlich Blitzlichtgewitter. Die Robe ließ tief blicken. Mayer war jedoch wegen etwas anderem ein bisschen nervös, wie sie der Nachrichtenagentur Spot on News am roten Teppich verraten hat. Der Schmuck ist heute sehr, sehr wertvoll, aber es hat irgendwie genau gepasst und ich arbeite mit einem Juwelier, hier mit dem Thomas Hirgens, so viel zusammen. Und dann hat er gesagt, er vertraut mir das an, weil er weiß, ich passe gut auf. Wie viel ist er denn wert? Ja, es ist siebenstellig. Ja. Bist du nervös? Ein bisschen. Ich habe, sagen wir mal so, ich habe ein, zwei Männer, die ein kleines Auge auf mich werfen, unter anderem mein Juwelier, der immer irgendwo in meiner Nähe ist. Und dann ist es ganz gut, die passen drauf auf. Juwelier Thomas Hirgens passte nicht nur auf Barbara auf, er erfüllte ihr sogar einen Wunsch. Ich hoffe sehr, dass irgendwelche Männer tanzen wollen. Das ist immer das Problem, die Frauen wollen alle und die Männer drücken sich. Die sagen ja später und mal gucken, was passiert. Aber klassisch Walz oder irgendwie sowas? Ich glaube, wenn ein Mann mich gut führen kann, dann könnte ich das auch. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der auch nicht so gut tanzen kann, dann bleibt es vielleicht beim Schunkeln. Glücklicherweise blieb es aber nicht nur beim Schunkeln. Thomas Hirgens forderte Barbara zum Tanz auf und die zwei legten eine flotte Sohle aufs Parkett.